Reddit beichten, aber es wird immer kritischer. Let's go! Ich füge mir absichtlich Schürfwunden zu, um später den Schorf essen zu können. Ich kratze mit dem Fingernagel an unauffälligen Stellen so lange, bis es etwas blutet, und kratze dann die Wunde über Wochen mehrmals wieder auf. Auch wenn ich Leute sehe, die am Knie oder sonst wo richtig dicke Krusten haben, würde ich am liebsten auch daran kratzen. Ist das normal? Ich habe gestern mein Getränk auf den Bus geschleudert, nachdem dieser die Tür vor meiner Nase zugemacht hat und weggefahren ist. Ich stand vorbildlich 6 Minuten an der Haltestelle, dann ist der Bus gekommen, aber nicht ganz bis zur Haltestelle gefahren, sodass die hintere Tür vor einer Baustelle stand. Ich bin zur hinteren Tür gelaufen. Hinten ist jemand ausgestiegen und ich habe gewartet, bis die Person an mir vorbei ist, weil der Spalt wegen der Baustelle eng war. Der Busfahrer hat in diesem Moment die Tür zugemacht und ist losgefahren. So schnell, dass ich die Tür nicht mal aufhalten konnte. Aus Wut und Entsetzen heraus habe ich meine volle Flasche gegen den Bus geschleudert. Habe ich richtig gehandelt? Sometimes maybe good, sometimes maybe shit. Ehemalige Klassenkameradin aus Rache für Abfuhr flachgelegt. In der Mittelstufe hatte ich mich in eine Klassenkameradin verguckt. Auf der Abschlussfahrt habe ich all meinen Mut zusammengenommen und sie nach einem Date gefragt. Der Korb war sehr schmerzhaft. Ein paar Jahre später habe ich sie wieder getroffen und alles daran gesetzt, sie rumzukriegen und nach vollzogenem Beischlaf aus Rache für den Korb dann fallen zu lassen. Das mit dem Rumkriegen und Beischlaf hat dann zu meiner eigenen Überraschung dann doch ganz gut geklappt. Letzte Woche kam unser 2. gemeinsames Kind gesund auf die Welt. Wir sind seit über 10 Jahren fest zusammen, seit 4 Jahren mehr oder weniger glücklich verheiratet. Hey du, ja du, folg mir doch endlich. Über 300.000 Aufrufe fallen nicht vom Himmel. Sei kein Kevin.